Puppenspielerin und Schlagersängerin Anna-Karina Wojcik ist von Natur aus schön. Viel Make-up braucht sie normalerweise nicht. Und genau darum ist die hübsche Blonde auch die absolut richtige, um an unserem großen Experiment Puppenfrau Umstyling teilzunehmen. Ich lasse mich auf das Experiment ein, weil ich einfach wahnsinnig gespannt bin, was man aus mir auch machen kann. Vielleicht auch mal eine ganz andere Seite an meinem Gesicht auch sieht. Und ich finde das wahnsinnig spannend und freue mich sehr. Also ich freue mich schon total auf die Verwandlung, auf dieses krasse Styling und auf diese kleine Puppen-Anna dann, die jetzt wirklich mal eine richtige Puppe auch optisch ist. Und das wird ganz toll, das weiß ich. Eins wird während des Umstylings klar. In so einer Puppenmaskerade steckt jede Menge Arbeit. Ganz besonders auffällig am Look der berühmten Puppenfrau Valeria, die blitzeblauen Megalinsen. Klar, dass auch die Anna-Karina nicht erspart bleiben. Was am Ende dabei herauskommt, sieht dem berühmten Vorbild dann tatsächlich täuschend ähnlich. Ich finde, dass es sehr echt aussieht. Also ich habe mich selbst erschrocken, als ich mich gerade im Spiegel gesehen habe. Sieht schon sehr nach Püppchen aus, sehr nach Valeria. Das Experiment ist also geglückt. Und wird Anna-Karina jetzt vielleicht öfter als Puppenfrau auftreten? Täglich würde ich so nicht rausgehen, weil es einfach zu viel Make-up ist. Also ich glaube, jeder wird einen damit komisch anschauen. Aber ich denke mal, zu Fasching oder also zu Karneval kann man das auf jeden Fall nochmal machen, diesen Look. Glück gehabt. Die echte Anna-Karina gefällt uns nämlich viel besser. Topmodel Lena Gerke ist auch nach 7 Jahren im Modezirkus noch richtig dicke im Geschäft. Im Gegensatz zu Kollegin Rebecca Mier ist die schöne Niedersächsin aber leider kaum noch im deutschen TV zu bewundern. Wäre doch super, wenn uns Lena in der nächsten Staffel Let's Dance wie einst Rebecca mal wieder regelmäßig von der Mattscheibe aus begrüßen würde. Nö, weil ich hab ja einen Job. Und ich glaube, die sind da ganz, ganz lange unterwegs. Und das könnte ich mir gar nicht rausnehmen, solange einfach nicht zu modeln. Ach komm, Lena. Rebecca hat schließlich auch trotz Job noch die Zeit zum Tanzen gefunden. Ob da wohl noch was anderes dahinter steckt? Ebenfalls schwer beschäftigt ist Inka Bause. Die Moderatorin macht sich bereits zum 9. Mal auf, um Deutschlands Bauernvolk unter die Haube zu bringen. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder Überraschungen bei der beliebten Kuppelshow. Also wenn es dabei bleibt, wir sind noch im Cast mittendrin, aber ich darf schon verraten, es sind wieder ganz spannende Sachen dabei und wir haben gute Chancen, dieses Jahr auch eine Frau dabei zu haben, die eine Frau sucht. Und das ist mir ein ganz großes Bedürfnis. Nach Bauer sucht Mann, jetzt also Bäuerin sucht Frau. Ein Grund mehr, sich auf die neue Staffel zu freuen. So wunderschön kann schwanger sein. Herzogin Kate strahlt beim Besuch der National Portrait Gallery in London wie das sprichwörtliche Honigkuchenpferd. Im babyblauen Dress beweist die zukünftige Königin von England zudem erneut ihre Stilsicherheit. Für das Cinderella-Märchen-Marke Großbritannien ein royales Top.